Jessin, mache ich ihn so. Ich stehe für eine Fachsache, bei mir ist es Mango. Mango im Moment ist es Hochzeitshorn, weil das im Moment in tropischen Ländern ist es sehr sonnig und so. Bio-Mango ist es ein Vorteil, dass wir können auch die Schale nicht essen. Und das Salat ist die Schale, dann verleihen ein Stück knackiger Geschmack. Und das liebe ich sehr gerne. Also du spähst die Mango nicht gleich mit allen drum dran? Nein, wenn man so richtige Lebensmittel, gute Lebensmittel kaufen, dann sollte man auch nicht so viel wegschmeißen. Mai, wann kamst du nach Deutschland? Ich bin seit 87 da. Seit 1987? So ein bisschen kann ich schon Fränkisch, ne? Ein bisschen. Aber trotzdem habe ich nicht vergessen, wo ich herkomme. Weil jedes Mal, wenn ich so Mango oder Lebensmittel, also ich meine exotische Lebensmittel anfassen, dann sind mir Erinnerungen als Wien damals und das schöne Heimweg. Und das ist manchmal wie, als ich meditiere. Ah ja. Ja, du bietest aber nicht nur zusammen mit dem Stefan Kochkurse an, sondern du machst auch Catering. Und ich mache auch Catering, ich mache auch meine eigenen. Das heißt, man kann dich buchen, wenn man den Geburtstag feiern will und dann kommst du heim oder machst du es an anderen Stellen? Was kann man bei dir alles buchen? Ja, also buchen ist so, es ist ein reiner Vorschritt, weil man kann mich anrufen. Dann schauen wir gemeinsam dann Termin und dann kann absprechen, weil ich bevorzuge regional saisonal Produkte. Und dann habe ich keine fertige Speisekarte. Wir besuchen immer nach Geschmack und nach dem Vorliebe hier eine Catering-Angebot zusammenzustellen. Und auf vielen Bio-Veranstaltungen trifft man mal und dann macht sie auch das Catering. Auch in der Zentrifuge bist du immer wieder mal. Ja. Und dann, wenn man das dann probiert, dann weiß man auch, warum es einen Sinn macht, auch mal nicht zum Catering anzurufen. Und ich denke nicht nur, man weiß, sondern man würde sofort anrufen. Der nächste Fest vor der Tür steht. So, der Fisch ist fertig und der wird noch schön glasig. Wir müssen jetzt so auf die. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und freuen uns, wenn Sie noch einen Tag auf dem Bio erleben sind. Dankeschön. Vielen Dank.